Hallo und herzlich willkommen. Wie du weißt noch vom letzten unserem gemeinsamen Video, haben wir diese Stirnband gestrickt. Ich habe diese Stirnband schon fertig. Dazu hat mein Mann die Kordel oder Schleifen hier gestrickt mit der Strickliese. Das ist sein Gebiet. Du kannst das entweder mit der Strickliese stricken oder einfach mit dieser Anleitung, was ich euch schon in einem meinem Video gezeigt habe. Man kann das natürlich auch die Bänder mit Stricknadel stricken. Wenn du sowas wie diese Strickliese nicht besitzt, dann kannst du das ganz normal mit zwei Stricknadeln stricken. Nur wichtig ist, dass die beiden Seiten ohne diese Korke hier, sage ich immer, sind. Aber das findest du auf meinem anderen Video, wie man solche Bänder strickt. Da bei mir sehr viel Wolle übrig geblieben ist, bin ich auf die Idee gekommen, für meine Enkelin Stulpen zu stricken. Entweder Stulpen für die Enkelin oder für die Mama, für meine Tochter zum Beispiel, so Armstulpen ohne hier extra für Daumenloch. Muss nicht sein, kann man auch so tragen. Sieht ganz toll aus und ist warm. Ich finde das immer so schön mit diesen Schleifen hier für kleine Mädchen, aber auch bei denen, wenn du das als Armstulpen verwendest oder auch als Beinstulpen, dann sieht das ganz toll aus. Das Gute ist, ich habe das mit Nadelspiel gestrickt. Und das Gute ist, du kannst das entweder an der Seite haben oder in der Mitte bei den Stulpen. Das ist im Grunde genommen egal. Ich würde euch heute das nicht zeigen, wie man das strickt, weil das hast du hier auf diesem Video, in diesem Video, wo ich diese Stirnband mit euch gestrickt habe. Das ist vorletzte Video, glaube ich. Da kannst du sehen, wie man diese Zopfmuster strickt. Das Schöne ist bei diesem Zopfmuster, dass du dadurch, dass wir hier diese Löcher haben, kann man sagen Löcher, Durchgänge sage ich immer dazu, das kannst du natürlich verwenden für ein Band, mit dem du die Schleife machst. Wie du das machst, das ist schon, überlasse ich euch wieder. Entweder machst du das mit Schleife hier oder auch ohne, ist egal. Ich würde mit euch das nicht stricken. Ich erkläre euch ganz langsam alles, wie ich das gemacht habe. Und na hier kannst du das selber stricken. Ich bin wieder bei vom Drops, bei dem ich muss immer gucken in mein Heft, aber ich glaube, das war von Drops Cotton Merino, Farbe 15 Senf. Das sind 50% Schurwolle und 50% Baumwolle. Das ist geeignet für Nadelstärke 5 bis 4. Dadurch, dass ich das jetzt doppelt gemacht habe, habe ich das jetzt mit den 6er gestickt. Du kannst natürlich das mit 7 Stärke auch nehmen, stricken. Das ist ganz einfach zu stricken. Die von euch, die mit Nadelspiel stricken, die wissen, wie man das macht. Ich erkläre dir das ganz langsam jetzt. Da ich das jetzt doppelt gestrickt habe und das soll für die Beine, für die Kleine sein, habe ich auf jede Stricknadel 8 Maschen.
Das heißt, ich habe insgesamt 32 Maschen. Auf drei Stricknadel habe ich unser Perlenmuster, mein Lieblingsmuster gestrickt. Muster, den ich sehr gerne stricke für Kindersachen. Auf drei Stricknadel habe ich Perlenmuster gestrickt. Auf der eine habe ich diese Zopfmuster gestrickt. Vielleicht sage ich euch noch dazu, insgesamt mit dem Bündchen. Bei Bündchen habe ich zwei rechte Maschen, zwei linke, zwei rechte und so weiter. Da habe ich 10 Reihen gestrickt. Insgesamt habe ich 50 Reihen für diese Stulpen gebraucht. Das sind 50 Reihen und hier am Ende habe ich weniger. Ich glaube, da habe ich nur 5 Reihen mit Bündchen gestrickt, Bündchenmuster, weil es geht sowieso auf die kleine Schuhe da nachher, auf die Stiefel, dann sieht man das nicht so. Hier ist das Wichtige oben. Also nochmal, 10 Reihen mit Bündchenmuster habe ich gestrickt. Insgesamt sind das jetzt 50 Reihen. Wenn du die Wolle verwendest, auch so wie meine hier, doppelt, dann sage ich dir, wie viel Zentimeter jetzt ich habe insgesamt, dann sind das ungefähr 24 Zentimeter für die Stulpen. Jetzt zu diesem Muster. Nach dem Bündchen habe ich 2 Reihen glatt gestrickt oder glatt gestrickt? Nein, nicht glatt gestrickt. In Perlenmuster habe ich 2 Reihen in Perlenmuster gestrickt schon und hier 2 Reihen mit nur rechte Maschen. Auf der Stricknadel, wo unser Zopfmuster kommt, habe ich 2-mal nur rechte Maschen gestrickt. Vielleicht nehme ich das ab, dann ist das besser zu sehen. Das ist das Gute, dass man das einfach abnehmen kann. Dann habe ich hier 2 Reihen gestrickt. Nein, Quatsch. Ich erzähle euch schon seit am Anfang Quatsch. 4 Reihen, Entschuldigung. 4 Reihen habe ich hier. 1, 2, 3, 4. 4 Reihen habe ich rechts gestrickt. Und dann erstmal habe ich diese Zopf, das erste Zopf gemacht. Also nach dem Bündchen 4 Reihen habe ich glatt rechts gestrickt auf der einen Stricknadel und auf den 3 Stricknadeln habe ich Perlenmuster gestrickt. Danach habe ich, weil wir haben hier nur 8 Maschen auf jeder Stricknadel und auch in diesem Video, wo wir zusammen diese Stirnband gestrickt haben, wo ich euch das gezeigt habe, wie man diese Zopfmuster strickt, da haben wir 8 Maschen in der Mitte gehabt. Also, jetzt fangen wir an, nehmen 4 Maschen auf die Hilfsnadel, legen die vorne und die nächsten 4, restlichen 4 Maschen stricken wir nach rechts. Oder stricken wir rechts ab. Dann die von der Hilfsnadel nehmen wir auf die Arbeitsnadel, auf die linke Arbeitsnadel und stricken auch rechts. Dann sind wir schon bei der ersten Stricknadel, wo unser Perlenmuster ist und da stricken wir unser Perlenmuster. Auf der zweiten auch, auf der dritten und dann sind wir wieder bei unserem Zopf. Und ab jetzt stricken wir ganz normal hier 8 Reihen. 8 Reihen nur rechte Maschen. Die restlichen 3 Stricknadeln stricken wir unser Perlenmuster. Oder wenn du kein Perlenmuster magst, dann strickst du auch rechts. Das überlasse ich natürlich euch, wie du das am besten magst. Nach den 8 Reihen, wo du 8 Reihen hier glatt gestrickt hast und da, ich sage immer wieder Perlenmuster, strickst du dein Zopfmuster das zweite Mal. Das heißt, nimmst du wieder 4 Maschen auf die Hilfsnadel,
die nächsten 4 Maschen auf der Arbeitsnadel links, strickst du rechts ab, dann die 4 Maschen von der Hilfsnadel hebst du auf die linke Arbeitsnadel und die würden auch rechts abgestrickt. Und so machst du das so lange, bis du die Länge oder Höhe erreicht hast, die du für deine Stulpen brauchst. Wie ich schon sagte, du kannst das als Beinstulpen stricken oder als Armstulpen. Das überlasse ich euch. Ich habe einfach das so gemacht, weil es ist mir ziemlich viel Wolle geblieben, übrig geblieben. Und deswegen wollte ich irgendwas stricken, was dazu passt. Ich habe ganz glatt, ich glaube, ich habe euch das auch gezeigt. In einem Video habe ich euch schon gezeigt, wie ich ein Loop gestrickt habe. Und dazu jetzt kommen diese Stirnband und die Stulpen und das ist, finde ich, ganz tolle Komplett für ein Kind. Ja, was kann ich noch dazu sagen? Ich glaube, du schaffst das. Du kannst diese Zopfmuster natürlich auf dem anderen Video dir nochmal angucken, aber ich hoffe, ich gebe mir jedes Mal Mühe, euch das so zu erklären, dass du das einfach verstehst. Ich würde das hier, weil ich hier nicht zeige, dass, wie man das strickt, deswegen würde ich hier nicht sagen, das ist auch für Anfänger. Hier würde das, naja, vielleicht, wenn du gerade angefangen hast zu stricken und dir dieses Video mit dem Stirnband anguckst. Und ich habe auch andere Videos, wo ich gezeigt habe, wie ich mit Nadelspiel, wie man strickt. Du kannst das auch natürlich mit 2 Stricknadel stricken. Ganz normale Stricknadel nimmst du. Aber dann musst du das natürlich hier hinten oder an der Seite zusammennähen. Das muss nicht unbedingt mit Stricknadel sein. Du kannst das auch mit 2 Stricknadel stricken. Und dann natürlich ist nur hier die Naht zu sehen. Naja, wenn du das ganz ordentlich machst, dann ist das wahrscheinlich nicht zu sehen. Okay, das war's für heute. Ich bin schon dabei, neue Projekt für euch zu Ende zu stricken. Lasst euch überraschen. Ich bin selber neugierig, wie das aussehen wird. Wenn ich fertig bin, dann würde ich für euch das Video bestimmt aufnehmen. Für diesen Moment sage ich Dankeschön und viel Spaß beim Stricken. Das macht immer uns viel Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Mira.